Dann kommen wir zu Tagesordnungspunkt 48 mit 85 und 93. Antrag der Fraktion Die Linke. Wer Straßen sät, wird Verkehr ernten. Kein Weiterbau der A49. Dann Röderwald erhalten. Verkehrswende durchsetzen, um Menschen und Klima zu schützen. Mit der Drucksache 20-3467 zusammen mit dem dringlichen Entschließungsantrag der Fraktion der Freien Demokraten. A49 Lückenschluss konsequent vollenden. Mit der Drucksache 20-3755 und mit dem dringlichen Entschließungsantrag der Fraktion der CDU und Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Weiterbau der Bundesautobahn 49, Ergebnis des rechtsstaatlichen Verfahrens respektieren mit der Drucksache 20-3777. Und als erstes darf ich dem Abgeordneten Schaus das Wort geben. Entschuldigung, Abgeordneten Schalauske. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Hitzesommer, Waldsterben, Wasserknappheit. Wir leben in einer Zeit, in der wir die Auswirkungen des von Menschen gemachten Klimawandels drastisch zu spüren bekommen. Und ausgerechnet in dieser Zeit soll in Mittel- und Nordhessen eine Autobahn gebaut werden, deren Planungen aus der Mitte des letzten Jahrhunderts stammen? Zunehmend mehr Menschen sind der Auffassung, dass wir eine Verkehrswende brauchen. Es wächst das Bewusstsein bis weit in konservative Kreise hinein, dass sich Mobilität verändern muss, dass Schiene und öffentlicher Nahverkehr gestärkt gehören, dass Gütertransporte klimafreundlich organisiert werden müssen. Und ausgerechnet in dieser Zeit erklärt uns ein grüner Verkehrsminister, der Kampf gegen die A49 sei verloren. Weltweit gehen Millionen Menschen gegen den Klimawandel auf die Straße. Das Bewusstsein der Menschen ändert sich, und ein grüner, stellvertretender Ministerpräsident gibt den Kampf verloren. Das, meine Damen und Herren, ist doch ein Schlag in das Gesicht vieler Aktivisten von Bürgerinitiativen, Umwelt- und Klimabewegung und an der grünen Basis. Und das ist der Grund, warum Umweltaktivistinnen wie Carola Rakete sagen, dass die Grünen nicht glaubwürdig sind. Wie stand es denn heute auf dem Banner von Greenpeace vor dem Landtag? Wenn das noch grün ist, dann sehen wir schwarz. Herr Staatsminister Al-Wazir, überdenken Sie Ihre Haltung. Stehen Sie für Ihre einstigen Ziele ein und nutzen Sie Ihren Handlungsspielraum. Hören Sie auf, zuzusehen, wie der Wald gerodet wird. Und, meine Damen und Herren, der Weiterbau der A49, das ist nichts anderes als ein Planungsdinosaurier, über den die Zeit hinweggegangen ist. Diese verkehrs- und umweltpolitische Geisterfahrt, die muss doch endlich beendet werden. Wer die Menschen und das Klima schützen will, der muss diesen Autobahnwahnsinn stoppen, meine Damen und Herren. Und Gründe dafür gibt es genug. Für den Bau der A49 sollen 85 Hektar Wald gerodet werden, darunter intakter, vorbildlich nachhaltig bewirtschafteter Mischwald. Die Befürworter, die sagen jetzt, es gibt ja Ausgleichsmaßnahmen. Aber es ist eine abstruse Vorstellung, schwere ökologische Schäden ungeschehen zu machen, indem man auf anderen Flächen Natur quasi einfach stapeln könnte. Man kann die Zerstörung des Dannenröder Waldes nicht an einem anderen Ort kompensieren, und deshalb dürfen der Herrenwald und auch der Dannenröder Wald nicht gerodet werden. Und das ist auch nicht das Einzige. Der Autobahnbau gefährdet die Trinkwasserversorgung einer Region mit über 500.000 Menschen. Im Trassenverlauf da liegen wichtige Wasserschutzgebiete Mittelhessens. Für die mittelhessischen Wasserwerke, die die Trinkwasserbrunnen betreiben, ist der Trassenverlauf sogar der ungünstigste. Sie sagen, gravierende Folgen für die Wasserversorgung sind nicht auszuschließen. Der Bau wäre eine Operation am offenen Herzen. Darüber hinaus droht die Freisetzung von Rüstungsaltlasten. Seit Dienstag liegt jetzt ein Wassergutachten vor, in Auftrag gegeben von der Gesellschaft, die die Autobahn bauen will, ausgeführt von dem Büro, das schon früher in Gutachten grünes Licht für die Planung gegeben hat. Da scheint das Motto zu gelten, wes Brot ich esse, des Lied ich singe. Meine Damen und Herren, die Versorgung mit Trinkwasser ist viel zu wichtig, als dass wir sie einem Autobahnbau unterordnen dürfen. Und ich kann
Ich kann ja gut verstehen, wenn Menschen hoffen, dass sich durch den Bau der Autobahn Verkehrsbelastungen in der Region reduzieren. Ich komme ja selbst aus Mittelhessen. Aber ich befürchte, das Gegenteil wird doch der Fall sein. Was in den 60er Jahren mal als eine lokale Verbindung von Gießen nach Kassel gedacht war, das wird doch im globalisierten Kapitalismus des 21. Jahrhunderts zu einer zentralen Nord-Süd-Verbindung in Europa für den Güterverkehr auf der Straße und Beton von Stockholm bis nach Istanbul und wieder zurück. Dafür aber war die Trasse, die Autobahn, nie konzipiert. Sie wird massiven Verkehr nach Mittelhessen bringen. Viele Straßen werden be- und nicht entlastet. Ganze Täler werden verlärmt. Wer Straßen sät, der wird Verkehr ernten. Wir wollen das nicht. Und ein weiteres Problem. Der Weiterbau der A49 verursacht gigantische Kosten. Der Bau von 42,5 Autobahnkilometern verschlingt 1,4 Milliarden Euro. In nur wenigen Jahren haben sich die Kosten für dieses Privatisierungsprojekt verdreifacht. Der Bundesrechnungshof ist bis heute nicht überzeugt von der Wirtschaftlichkeit der Privatisierung. Private Investoren reiben sich die Hände, sie freuen sich auf klingelnde Kassen. Das lehnen wir ab. Straßen gehören in öffentliche Hand. Statt aber das Geld in einer unnützen Autobahn zu versenken, sollten wir die Mittel doch nehmen, um sie in bezahlbare, klimafreundliche Mobilität in den Ausbau von Schiene und öffentlichen Nahverkehr zu stecken. Auch rechtliche Bedenken konnten bis heute nicht ausgeräumt werden. Die zwingenden Gründe des überwiegend öffentlichen Interesses, auf das juristisch immer abgestellt wird, die den Autobahnbau durch Naturschutzgebiete legitimieren, die basieren auf zahlreich widerlegten Zahlen und auch auf windigen Fakten. Und ein Projekt, das offenkundig auf falschen Annahmen basiert, das darf doch nicht weiterverfolgt werden, nur damit man es weiterverfolgt. Nein, ein solches Projekt muss gestoppt werden. Und ja, wir danken den Bürgerinitiativen in Nord- und Mittelhessen, die sich jahrzehntelang gegen die A49 engagiert haben. Wir begrüßen den Dannenröder Appell, welcher von zahlreichen Initiativen auf den Weg gebracht wurde und auch von lokalen Gliederungen von Grünen und Linken unterzeichnet worden ist. Und wir schicken Grüße in den Danni an die Aktiven der Waldbesetzung, gerade in diesen Minuten. Und für uns bleibt es klar, meine Damen und Herren, man muss diese Autobahn nicht bauen. Die Planungen sind nicht mehr zeitgemäß. Da können Sie 100-mal argumentieren, das Verfahren ist durch alle demokratischen und rechtlichen Instanzen gelaufen. Das ist auch richtig. Richtig ist aber auch, Baurecht ist keine Baupflicht. Meine Damen und Herren, wir können dieses Projekt stoppen. Und dazu erlaube ich mir zu zitieren. Ich zitiere, wir ziehen damit den endgültigen Schlussstrich unter ein Vorhaben, gegen das von Anfang an gewichtige Einwände erhoben wurden. Herr Abg. Schalauske, lassen Sie eine Zwischenfrage zu von Herrn Lambrou? Nein, ich zitiere, wir ziehen damit den endgültigen Schlussstrich unter ein Vorhaben, gegen das von Anfang an gewichtige Einwände erhoben wurden und über das die Zeit hinweggegangen ist. Das sagte kein Geringerer als der grüne Verkehrsminister Tarek Al-Wazir 2015 zur Aufhebung des Planfeststellungsbeschlusses des Alleentunnels in Frankfurt. Wir merken, Planfeststellungsbeschlüsse können aufgehoben werden. Man muss es eben nur wollen. Und wenn sich die CDU, die SPD und die Grünen dafür aussprechen würden, das Projekt zu überdenken, dann gäbe es gute Chancen, diesen Autobahnwahnsinn zu stoppen. Das Problem aber, sie wollen es nicht. CDU und SPD sind in den letzten Wochen auf Tauchstationen gegangen. Der grüne Verkehrsminister hört nicht auf zu beteuern, er sei nur der Ausführer, er habe keinen Spielraum, und er sehnt das Ende des Jahres herbei, an der er die Verantwortung los ist. Ich finde, Herr Staatsminister Al-Wazir, hören Sie auf mit dieser zur Schau getragenen Darstellung Ihrer inneren Zerrissenheit. Handeln Sie wie ein Politiker, der für seine Überzeugungen kämpft. Früher, da wären die Grünen nicht nur in den Wald gegangen. Nein, sie wären geblieben. Sie hätten selber Baumhäuser gebaut.
gebaut. Heute machen Sie eine Verkehrspolitik, die Ihnen den Beifall von CDU, FDP und AfD einbringt. Das ist doch erbärmlich, meine Damen und Herren. Und seien Sie doch bitte ehrlich, wären Sie nicht in einer Koalition mit der Hessen-CDU, dann würden Sie heute hier nicht einen Antrag für, sondern einen gegen den Weiterbau der A49 in den Hessischen Landtag einbringen. Jetzt und hier und heute ist der Zeitpunkt, an dem Sie sagen müssen, ob Sie für oder gegen dieses Projekt sind. Sie müssen Farbe bekennen, und hören Sie auf, Naturschutz, Klimaschutz und Verkehrswende im Mund zu führen, sondern machen Sie die Verkehrswende, schützen Sie das Klima und setzen Sie sich ein für ein Moratorium und machen Sie das gegenüber der Bundesebene deutlich. Und eines noch, besonders an Vertreter der FDP und der CDU, an Sie möchte ich adressieren. Hören Sie auf, Gewalt bei den Protesten herbeizureden. Stoppen Sie die Kriminalisierung der jungen Menschen im Wald. Ziviler Ungehorsam ist eine Witwe. Herr Abg. Schalauske ist etwas unruhig, aber Sie müssten eh zum Schluss kommen, weil Ihre Redezeit rum ist. Ziviler Ungehorsam ist eine wichtige Triebfeder der Demokratie. Wie formuliert es die grüne Jugend? Alle in den Wald, Dani bleibt. A49 stoppen. Politische Entscheidungen können verändert werden. Wir beantragen namentliche Abstimmung. Vielen Dank, Herr Abg. Schalauske. Als nächstes hat der Abg. Ruhl von der CDU-Fraktion das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Eigentlich müsste man den LINKEN dankbar sein. Gibt uns doch Ihr Setzpunkt noch einmal Gelegenheit, über die Bedeutung des Lückenschlusses der A49 für Mittel- und Nordhessen zu sprechen. Aber das Schauspiel, das die Kollegen der LINKEN bei diesem Thema aufspielen, ist einer Fraktion des Hessischen Landtags unwürdig. Das, was Sie hier veranstalten, hat mit freier Meinungsäußerung oder legalem Protest nichts mehr zu tun. Sie unterstützen und solidarisieren sich mit extremistischen Kräften, denen zur Durchsetzung ihrer Minderheitsmeinung alle Mittel recht sind. Auch teilweise der Einsatz von Gewalt. Das hat nichts mit legalen Protestformen zu tun. Selbstverständlich kann jeder seine ablehnende Haltung kundtun. Das gehört zur demokratischen Meinungsvielfalt dazu. Dafür sind verschiedene Protestcamps in der Region um den Dannröder Forst genehmigt worden. Was aber nicht geht, ist das, was in dem Wald passiert. Einmal davon abgesehen, dass diese massiven Baumhäuser dort illegal errichtet worden sind und allein deshalb schon geräumt werden müssten, will ich gerne noch ein paar Beispiele geben. Am 11. August hat eine Begehung des RPs mit den örtlichen Feuerwehren stattgefunden, um zum einen die Waldbrandgefahr einschätzen zu können und zum anderen die Protestler auf den Brandschutz aufmerksam zu machen. Dabei wurden provisorisch betriebene Elektroanlagen und offene Feuerstellen festgestellt, Müll, Unrat und verschiedene Baumaterialien bis hin zu Betonpollern gesichtet. Einsatz- und Rettungswege wurden unterhöhlt, Barrikaden teilweise in den Boden betoniert und mit Stacheldraht umwickelt. Schließlich wurden die Behördenvertreter von ca. 30 vermummten Personen aus dem Wald gedrängt. Allein das macht deutlich, dass man den Wald vor den selbsternannten Waldschützern beschützen muss. Am 1. September entdeckte eine Reiterstaffel der Polizei zufällig zwischen den Bäumen gespannte Drahtseile, die offenkundig nur einen Zweck hatten, nämlich die Einsatzkräfte schwer zu verletzen. Erst wurde die B62 und heute die A5 wieder rechtlich blockiert. In Gießen wurden Autos mit Farbe beschädigt. In einem Bekennerschreiben auf einer bekannten linksextremistischen Seite wurde angedroht, dass diese Fahrzeuge bei Rodung abgefackelt würden. In Schwalmstadt wurden Brandsätze an Baumaschinen angebracht. Ich begrüße ausdrücklich, dass die Räumungen heute weitgehend friedlich abgelaufen sind und es nicht zu Verletzten gekommen ist. Ich hoffe inständig, dass es so bleibt. Applaus
Dennoch sollen laut HR einige Protestler bei Sitzblockaden heute Messer und Rasierklingen mit sich geführt haben. Im Wald wird von einigen ein gewaltsamer Kampf gegen den Staat vorbereitet. Hier ist eine Grenze überschritten. Das hat mit einem legalen Protest, der durchaus in Ordnung geht, nichts mehr zu tun. Das ist schlicht kriminell. Und mit diesen Leuten solidarisiert sich die Fraktion DIE LINKE. Und das ist einer Fraktion im Hessischen Landtag unwürdig. Ich sage hier klar, bei der heute beginnenden Räumung ist die Polizei in unserem, im staatlichen Auftrag unterwegs, um Demokratie und Rechtsstaat zu schützen und zu verteidigen. Provokationen gingen bislang ausschließlich von den Baumbesetzern aus. Die Polizei verhält sich ausgesprochen vorbildlich und deeskalierend. Wir stehen klar hinter unserer Polizei. Und ich rufe deshalb noch einmal, das habe ich von dieser Stelle schon einmal gemacht, noch einmal die Protestler auf, wieder zu legalen und gewaltfreien Formen des Protests zurückzukehren, damit es nicht zu einer Eskalation im Dannenröder Forst kommt. Wir als CDU stehen weiterhin zum Lückenschluss der A49. Und ich will euch gerne erläutern, warum. Der Weiterbau der A49 hat eine große Bedeutung für die Region. Dabei geht es unter anderem um die Entlastung der Ortsdurchfahrten entlang der B3, der B62 und der B254. Die Menschen in der Region warten seit Jahrzehnten auf die versprochene Entlastung. Wir haben leidvoll erleben müssen, wie die A49 als qualifizierter Abschluss bei Neuental bis Schausen quasi im Feld endete. Die Fehler der damaligen SPD-geführten Landesregierung unter Hans Eichel in 1994 darf sich deshalb nicht wiederholen. 94, 95 war das. Ich nehme dabei durchaus zustimmend zur Kenntnis, dass neben CDU und FDP auch die SPD wieder klar zum Lückenschluss der A49 steht. Alle Klagen gegen den Planfeststellungsbeschluss wurden höchstrichterlich 2014 und zuletzt diesen Sommer abgewiesen. Es besteht also Baurecht, und die Menschen der Region erwarten, dass diese Autobahn zu Ende gebaut wird. Und würde die SPD in Hessen heute noch regieren, würden sich in den nächsten Jahrzehnten der Verkehr weiterhin durch die Ostseefahrten in der Schwalm, bei Marburg und im Vogelsberg zwängen. Sie haben damals den Weiterbau der A49 beendet, und Sie haben die Menschen der Region bei dem Autobahnende bei Neuental bis Schausen im Stich gelassen. Wir stehen zur überwiegenden Mehrheit der Menschen in der Region, und wir halten auch Wort. Natürlich erhoffen wir uns vom Lückenschluss auch eine wirtschaftliche Belebung der Region. Nach wie vor befinden wir uns in strukturschwachem Gebiet, und gerade in Zeiten wie diesen kämpfen wir um jeden Arbeitsplatz. Der Vogelsberg zum Beispiel ist nach wie vor eine Auspendlerregion. Wenn wir es schaffen, Arbeitsplätze vor Ort zu schaffen, stärken wir nicht nur die regionale Wirtschaftskraft und Wertschöpfung, sondern schaffen Lebensqualität durch weniger Zeit zum Pendeln und weniger CO2-Ausstoß. Kleinen Augenblick, mal ein bisschen mehr Ruhe, um dem Redner zuzuhören. Der CO2-Ausstoß kann aber auch allein dadurch verringert werden, dass die Strecke Frankfurt-Kassel um rund 30 km verkürzt wird. Die Umfahrung der Kasseler Berge reduziert den Treibstoffverbrauch zusätzlich. Es ist ein Trugschluss zu behaupten, die Bahn könnte den Güterverkehr mal einfach so übernehmen. Es ist außerdem ein Trugschluss zu glauben, im ländlichen Raum könnte der ÖPNV den Individualverkehr ersetzen. Bei aller sinnvollen Ergänzung des Mobilitätsbedarfs mit ÖPNV, der im ländlichen Raum auch meist straßengebunden, sprich durch Busse dargestellt wird, ist und bleibt das Auto auch weiterhin das wichtigste Verkehrsmittel im ländlichen Raum. Lassen Sie uns lieber darüber reden, wie die Antriebe CO2-neutral werden, sei es Elektroantrieb, Wasserstoff oder E-Fuels. Aber auch diese Fahrzeuge brauchen ein gut ausgebautes Straßennetz. In dem langen, intensiven Planungsprozess wurden ganz unterschiedliche Interessen und auch Streckenführungen abgewogen.
Letztlich haben sich alle relevanten Beteiligten von Bund und Land auf die jetzt festgelegte Streckenführung verständigt. Dabei wurden selbstverständlich auch die notwendigen Eingriffe in die Natur abgewogen. Selbstverständlich werden auch diese Eingriffe ausgeglichen. Ich wundere mich dann aber schon über die Diskussion, beim Dannröder Forst handelt es sich um einen 300 Jahre alten Mischwald, der gerodet würde. Richtig ist, dass es sich um einen forstwirtschaftlich genutzten Wald mit etwa 40% Nadel- und 60% Laubbäumen handelt. Von den etwa 1014 Hektar befinden sich auf etwa 2 Hektar, also auf 0,2% der Fläche, etwa 150 Jahre alte Eichen. Insgesamt sollen 27 Hektar, also etwa 3% des Waldes, das ist die Antwort auf Ihre Frage vorhin, für die A49 gerodet werden. Hier befinden sich überwiegend 40 bis 60 Jahre alte Buchen. Jeder einzelne Quadratmeter Wald ist an anderer Stelle bereits heute schon wieder aufgeforstet worden. Darüber hinaus werden weitere Waldflächen aus der Bewirtschaftung genommen. Für ansässige Tierarten wie den viel zitierten Kammolch und die Artenvielfalt wurden Biotope und Habitaträume geschaffen. Es wird eine 35 Meter breite Grünbrücke gebaut. Letztlich werden alle Eingriffe in die Natur durch die Maßnahmen des Wald- und Artenschutzes ausgeglichen. Zum Abschluss möchte ich noch einmal deutlich machen, in den Parlamenten auf allen Ebenen, sei es Bund, Land oder die Kreistage in Schwalm-Eder, Marburg-Biedenkopf oder Vogelsberg und nicht zuletzt in der Bevölkerung vor Ort, gab und gibt es immer eine überwiegende Mehrheit für die Fertigstellung der A49. Ich habe großen Respekt vor unseren grünen Kollegen, die trotz bekannter ablehnender Haltung zum Weiterbau mit uns Recht und Gesetz verteidigen. Der Lückenschluss steht im Koalitionsvertrag zwischen CDU und Grünen. Wir werden die A49 deshalb fertigstellen, und das ist gut so. Vielen Dank, Herr Abg. Ruhl. Als nächstes hat sich der Abg. Gage zu Wort gemeldet. Ich hätte die FDP, die Freien Demokraten, vorgezogen, aber die haben noch nichts abgegeben. Nicht, dass es hinterher Beschwerden gibt. Ja, vielleicht will die FDP gar nicht sprechen heute. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Kollegen, ja, so ein bisschen erinnert mich so die ganze Debatte, wenn ich das sehe, hier von der linken Seite so an Satire und betreutes Wegschauen vor den Problemen der Menschen in Nord- und Mittelhessen. Aber, meine Damen und Herren, heute ist ein guter Tag für Hessen, nämlich der Bau der A49 hat begonnen. Und wir sehen mit dem Antrag der LINKEN, der eben hier in leichter künstlicher Aufregung von Herrn Schalauske vorgetragen wird, dass die SED-Nachfolgepartei sich hier im Plenum einmal mehr als die besseren Grünen darstellen will. So wenig ich Ihre Position zur A49 auch teile, liebe Kollegen von den LINKEN, so stark kann ich nachvollziehen, dass Sie sich hier als die besseren Grünen verkaufen wollen. Denn die Grünen haben eins geschafft, meine Damen und Herren, das muss man sich mal wirklich vorstellen. Sie sind gleichzeitig für die A49 und gegen die A49. Gleichzeitig. Die Grünen sind gleichzeitig für eine Sache und gegen eine Sache. Das muss man sich mal vorstellen. Also im politischen Bereich hätte ich mir das nie glauben können, dass ich mal so eine Situation erlebe, aber ich kann für eine Sache und dagegen gleichzeitig sein, und das kommunizieren Sie auch noch nach außen. Sie haben also die Quadratur des Kreises geschafft. Und ich hoffe, die Wähler draußen, die jetzt zusehen hier am Livestream und die hier irgendwie in irgendeiner Form vielleicht morgen was lesen können in der Zeitung, lernen endlich, was es heißt, grüne Doppelmoral parteipolitisch effektiv anzuwenden, meine Damen und Herren. Und das grüne Doppelmoral-Dilemma zeigte sich, als Herr Minister Al-Wazir bei seinem Besuch im Licher Bürgerpark Ende August es sichtlich peinlich war, als A49-Gegner ihre Plakate hinter ihnen entrollten. Und genauso liest sich der Antrag der LINKEN. Zwischen den Zeilen liest man, sie sind dagegen, der Antrag der CDU und Grünen, der ja heute Morgen reingekommen ist, zwischen den Zeilen liest man, sie sind dagegen, aber sie müssen dafür sein, weil es mit der CDU eben nicht anders geht.
Kommen wir mal zur CDU, meine Damen und Herren. Ich habe es ja im Wirtschaftsausschuss gesehen. Während der grüne Minister, der eigentlich gegen die A49 ist, von den Linken, die auch dagegen sind, gegrillt wird und die A49 verteidigen muss, da haben die Abgeordneten der CDU gelangweilt an ihren Handys gespielt. So sieht ihre Ausschussarbeit im WVA aus. Aber ich bin froh, der Herr Ruhl hat mir wieder ein bisschen Hoffnung mit seiner Rede gegeben. Herr Ruhl, Sie haben so viel richtige Dinge zur A49 gesagt, dass das durchaus unsere Zustimmung findet. Ja, das müssen Sie, dann kommen Sie mal in den WVA, Herr Pentz, dann sehen Sie, ich bin immer da. Jedenfalls von leidenschaftlichem Engagement kann man in Ihrer Fraktion nicht für die A49 sprechen, sehr geehrte Kollegen der CDU. Leidenschaft sieht so nicht aus, denn man hat ja einen grünen Koalitionspartner, der eigentlich dagegen ist. Leidenschaft für die A49 finden Sie aber bei uns, bei der AfD. Denn die Fakten sprechen eindeutig für die A49 und damit für den Lückenschluss zwischen der Anschlussstelle Schwalmstadt und dem Urmtaldreieck. Und die ganze Region, meine Damen und Herren, warten seit 30 Jahren darauf, dass endlich die A49 kommt. Sie warten seit 30 Jahren, Sie sind die schweigende Mehrheit. Linke Berufsaktivisten und versprengte Grüne, die immer etwas von Transformation, Klimaschutz und Verkehrswende faseln, begreifen gar nicht, wie lange die Menschen in Mittel- und Nordhessen schon warten und warum der ganz überwiegende Teil für eine fertige A49 ist. Der Ausbau wird die anliegenden Kommunen nachhaltig stärken und gerade jetzt in der Corona-Krise dringend benötigte Arbeitsplätze schaffen, auch im Tourismus. Die hessischen Großstädte werden bei gleichzeitiger Verkehrsentlastung auf der A4, A5 und A7 besser miteinander verbunden. Die Zahl der Verkehrsunfälle wird reduziert. Der Standortvorteil wird nord- und mittelhessische Unternehmen durch verkürzte Transportzeiten und bessere Anbindung an den Frankfurter Flughafen wettbewerbsfähiger machen. Die Anwohner erhalten einen Plus an Wohn- und Lebensqualität. Auspendler mit Arbeitsplätzen in Kassel, Gießen oder Frankfurt kommen schneller zur Arbeit. Das nachgelagerte Verkehrsnetz und 27 Ortschaften, insbesondere an der B62, werden entlastet. Und durch die Reduzierung von Staus und Umwegen für den Schwerlastverkehr durch ländliche Regionen entsteht ein sinnvoller Beitrag für den Naturschutz mit immer weniger Emissionen. Natürlich wird es wie bei jedem Großbauprojekt Eingriff in die Natur geben, meine Damen und Herren. Von den 1040 Hektar des Dannenröder Waldes werden ganze 3%, also 30 Hektar, gerodet. Dafür entstehen auf 750 Hektar durch Aufforstung und Anlage von Wiesen und Teiche vielfältige Biotope und Ansiedlungsflächen für Fauna und Flora. In verschiedenen Gutachten ist bestätigt worden, dass die Baumaßnahmen den Vorgaben aus den Schutzgebietsverordnungen der Trinkwasserschutzgebiete Worratal und Stadt Allendorf entsprechen. 30 Hektar Wald sollen also gerodet werden. Vergleichen Sie das doch einmal, liebe Kollegen von den LINKEN, mit den Rodungsflächen für nutzlose Windenergieanlagen in unseren waldreichen hessischen Mittelgebirgen. Da sagen Sie gar nichts. Ihnen, den LINKEN, geht es doch gar nicht um den Schutz der Natur. Es geht Ihnen doch gar nicht um den Schutz der Natur. Ihnen geht es doch um die Einführung des Sozialismus. Der Umweltschutz, der Naturschutz, der Klimaschutz, das ist Ihnen doch eigentlich völlig egal. Das sind doch nur Ihre Vehikel, die Sie dazu benutzen, um den Sozialismus einzuführen. Wer den Antrag zwischen den Zeilen liest, und das gilt im Übrigen noch für viele andere Anträge von Ihnen, sieht sich darin doch bestätigt. Umso erschütternder, meine Damen und Herren, ist es doch, dass seit Tagen und Wochen die zuständigen Polizeikräfte mit den Waldbesetzern verhandeln, die es sich rechtswidrig in Baumhäusern im Dannenröder Wald gemütlich gemacht haben. Bewohner in Stadt Allendorf reiben sich die Augen, wenn die sogenannten Berufsaktivisten mit dem Zug anreisen und dann per Bus oder sogar mit dem Taxi, man höre, zum Dannröder Wald weiterfahren, woher die wohl das Geld haben. Ja? Ja. Ja. Dass die örtliche Polizei auf Meditation und Gesprächsbereit. Kleinen Augenblick mal. Ein bisschen mehr Ruhe, bitte, damit Herr Gagel in Ruhe zu Ende reden kann. Meine ich ja Mediation. Vielen Dank.
bis zu einem gewissen Punkt. Wenn ein sogenannter Klimaaktivist allerdings auf einem Bagger sitzt und die Polizei stundenlang mit ihm redet, die Blockade zu beenden, beschleicht jeden vernünftig denkenden Menschen der Verdacht, dass der Kuschelkurs der örtlichen Polizei gegenüber den illegalen Besetzern politisch gedeckt wird. Das liegt daran, dass die Regierungspartei Grüne, die für und gegen die A49 ist, von der Basis ja gegen den Weiterbau ist und mit den linken Ökosozialisten hier ganz links im Plenum vor Ort gegen die A49 kämpft. Meine Damen und Herren, der Bau der A49 muss jetzt beginnen. Und es ist Ihre Pflicht, Herr Al-Wazir, Herr Verkehrsminister, dass Sie das jetzt durchsetzen. Kein längeres Rumlavieren, keine Ausreden mehr. Sie müssen jetzt die besetzten Waldgebiete räumen und die Voraussetzungen für den Weiterbau schaffen. Und das passiert zum Glück jetzt momentan ja auch in diesen Stunden unter Einsatz massiver Polizeikräfte. Wir können das in den Medien lesen. Ich habe es auf Videos von Kollegen zugespielt bekommen. Es passiert tatsächlich auch. Und dafür sage ich der hessischen Polizei danke, dass sie etwas durchsetzen, was im Interesse unserer ländlichen Regionen, unserer hessischen Bürger in Mittel- und Nordhessen ist. Danke, dass Sie das heute so machen. Wie gesetzeswidrig allerdings die zugereisten Berufsaktivisten von Fridays for Future und Extinction Rebellion vorgehen, zeigen die Beschädigung von über 250 Autos mit Farbkreuzen im Stadtgebiet Gießen am 21.09. Auf dem Internetportal Intimedia der gewaltbereiten Antifa verweisen selbsternannte Aktivisten auf dem Dannenröder Forst mit dem Spruch Autos gegen Bäume. Die Autos seien zum Abfackeln freigegeben. Wo ist eigentlich die Empörung hier im Parlament, meine Damen und Herren, von den vertretenen Parteien, dass Linksextreme diese offenen Gewaltdrohungen aussprechen? Wo ist die Empörung? Ich frage die Kollegen der CDU, wie bereits auch schon im WVA, sind Sie sich wirklich sicher, dass Sie den richtigen Koalitionspartner mit den Grünen haben? Und wie lange sollen sich die verantwortlichen Polizeibeamten eigentlich noch auf der Nase herumtanzen lassen, Herr Innenminister Beuth, nur weil die CDU in Wiesbaden mit den Grünen koaliert? Werden Sie tätig, ordnen Sie die Räumung der illegalen besetzten Waldstücke an, damit die Bauarbeiten für die A49 jetzt endlich losgehen. Und zum Glück, wie wir ja jetzt gesehen haben in den letzten Stunden, läuft es ja zum Glück auch so. Wenn es zu einer Eskalation mit den illegalen Waldbesetzern kommt, ist es auf jeden Fall Ihre Pflicht, für einen Schutz der Bürger in der Region vor Vandalismus und Gewalt durch die Waldbesetzer zu sorgen. Herr Abgeordneter Gagel, Sie müssen zum Schluss kommen. Ich komme zum Schluss noch zwei Sätze. Die Vorkommnisse wie in Gießen mit der Beschädigung von 250 Autos dürfen sich jedenfalls nicht wiederholen. Und ein letzter Satz noch zum FDP-Antrag. Liebe Kollegen von der FDP, was Sie hier beantragen, ist geltende Rechtslage. Scheinbar zeigt das aber, dass man das hier extra noch einmal in Antrag gießen muss. Inhaltlich stimmen wir Ihnen zu. Und ein Wort noch zum Antrag der Regierungsfraktion. Nein, jetzt kein Wort mehr. Ihre Redezeit ist überzogen. Ein Satz noch. Sie haben Pressemitteilung. Nein, Herr Abgeordneter Gagel, Ihre Redezeit ist rum. Als nächstes hat sich der Abgeordnete Dr. Naas von den Freien Demokraten zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wer Straßen sät, wird Verkehr ernten, sagen die GRÜNEN. Wir sagen, wer Infrastruktur baut, wird Wohlstand ernten. Und ich sage Ihnen das gleich am Anfang. Wir stehen ohne Wenn und Aber hinter dem Bau der A49. Das ist heute ein guter Tag nach 40 Jahren Planung. Im Dannenröder Forst, die Arbeiten beginnen zum Glück. Ja, wir können in Hessen noch Straßen bauen. Und es ist schade, dass dieses Projekt so lange gedauert hat. Ich hätte das Dieter Posch und Florian Rentsch gewünscht, dass sie diesen Tag als Minister sozusagen begeben können, weil sie dafür auch lange gekämpft haben. Und an die GRÜNEN, wenn sie da Bedarf haben, wir helfen weiter gerne. 30 Jahre
Planungen sind zu lang, und ich glaube, der erste Konsens, ich hoffe, aller hier im Haus, ist, dass wir diese Planungszeiten verkürzen müssen. Dazu gibt es Initiativen der Freien Demokraten im Deutschen Bundestag, und auch hier im Hessischen Landtag haben wir Überlegungen, wie wir hier sinnvoll die Planung nach 30 Jahren verkürzen können für zukünftige Projekte. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Kollege Ruhl hat es gesagt, Michael, hervorragend. Wir leben in einem Rechtsstaat, in einer Rechtsordnung. Das sollten vielleicht auch die Grünen und die Linken in diesem Fall besonders, mal zur Kenntnis nehmen. Denn wir haben ein Planfeststellungsverfahren hinter uns. Wir haben eine Kompromisslinie. Und den Kompromiss müssen wir jetzt nicht am Ende suchen, den gab es schon. Diese Streckenführung ist bereits ein Kompromiss. Es gab unzählige Anhörungen, es gab eine öffentliche Beteiligung, es gab am Ende einen Planfeststellungsbeschluss, es gab auch ein Verbandsklagerecht im Übrigen, es gab Gerichtsverfahren, die sind ausgeurteilt. Und dann muss man, liebe Linke, das dann auch mal demokratisch akzeptieren. Wer soll denn noch alles zustimmen? Der Deutsche Bundestag hat zugestimmt, der Hessische Landtag hat zugestimmt. Die Kreistage von Schwalm-Eder, von Marburg-Biedenkopf, von Waldeck-Frankenberg haben zugestimmt. Die betroffenen Kommunen haben zugestimmt. Die VHU hat zugestimmt. Die Kammern haben zugestimmt. Und jetzt aufpassen, die Gewerkschaften, auf die Sie immer hören, die haben auch zugestimmt, weil die Menschen vor Ort diese Straße wollen. Aber Sie klettern gerne in Baumhäuser, das habe ich gesehen. Und nach dem Motto, da sind wir dabei, ja, ist ja schön, da kann man wunderbare Bilder machen. Aber akzeptieren Sie irgendwann mal eine demokratische Entscheidung? Ich habe den Eindruck, dass bei Ihnen die Grenze zwischen freiheitlich und autoritär längst entschieden ist, und zwar zugunsten von autoritär. So ist es. Der Kollege Ruhl hat es gesagt. Sie glauben, Kollege Schalauske, dass es immer noch ein Recht gibt, hier gegen Widerstand zu leisten, weil Sie im Besitz der Wahrheit sind. Und ja, und es gibt ja auch genügend Legenden, das Gerichtsverfahren, komme ich gleich zu. Sie glauben, dass es immer noch ein Recht des Widerstandes gibt. Und das gibt es hier nicht, weil es ist im Rechtsstaat ausgeurteilt. Selbst die Grünen haben das erkannt. Und es ist eine demokratische Entscheidung gewesen. Und deswegen müssen Sie mal die Baumhäuser verlassen im Wald. Wer Seile spannt, wer Autos beschädigt, wer provoziert, wer Baumaschinen zerstört, hat den Boden dieser Verfassung und unseres Rechtsstaates verlassen. Und der ist kriminell, und das sage ich an dieser Stelle auch. Und deswegen verurteilen wir das. Wir stehen hinter unserer hessischen Polizei, die unseren Rechtsstaat und unsere Entscheidung auch hier im Parlament heute im Dannenröder Forst durchsetzen. Und die Linke sollte vielleicht auch mal mit der Legendenbildung aufhören. Denn alle Argumente, die Sie heute wieder vorgebracht haben, die haben Sie auch in einem dringlichen Berichtsantrag gehabt, Herr Schalauske. Sie haben es doch vorgetragen im WVA. Und der Minister hat das wunderbar gemacht. Er hat alle Argumente entkräftet, wie es kein anderer Wirtschaftsminister besser könnte. Er hat das wunderbar gemacht, muss ich sagen, hervorragend. Hat das Ihnen hervorragend erklärt. Hat das fachlich hervorragend erklärt. Er hat Ihnen nämlich erklärt, dass es kein Argument gibt, dass es kein Argument gibt gegen die europäische Wasserrahmenschutzlinie, dass es eben kein Planungsdinosaurier ist, wie Sie heute wieder behauptet haben, dass es nämlich die allgemeine Rechtsprechung, aktuelle Rechtsprechung ist, die auch dieses Projekt möglich machen würde. Und deswegen sind wir an dieser Stelle auch mit dem Minister so zufrieden. Das hat er richtig gut gemacht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich habe auch den Eindruck, dass der Minister längst innerlich dieses Projekt unterstützt. Und dafür habe ich auch so schon verschiedene Indizien. Denn Sie können ja jetzt auch Bundesstraßen bauen. Da rufen Sie ja auf, dass die Kommunen jetzt planen. Und dann gibt es ja auch im Jahre 2015 hat es ja schon einschlägige Presseveröffentlichungen gegeben zum Thema A49. Da sagen Sie, nur eine zügige Realisierung in sinnvollen Teilabschnitten wird die Belastung der Bürgerinnen und Bürger minimieren und den erhofften Nutzen für den Verkehr herbeiführen. Klasse, Herr Minister, genau richtig. Da sind Sie auf unserer Seite.
Sie haben zwar damals noch spekuliert, dass der Bund nie das Geld dafür haben wird. Das war ja auch Ihre Hauptverteidigungslinie. Aber die ist leider weggefallen. Der Bund hat das Geld mittlerweile. Und deswegen, ja, Pech gehabt. Und deswegen sind Sie ja jetzt auch für diese Straße. Und für diese Straße, Kollege Rull, ich muss Ihnen wieder recht geben, gibt es ja auch gute Gründe. Denn die Lärmbelastung, die Verkürzung der Strecke, die größere Mobilität unserer Bürgerinnen und Bürger, das alles führt dazu, dass wir diese Straße bauen müssen. Und anstatt mal in neue Antriebstechniken zu investieren, halten Sie immer noch an diesem, ich muss sagen, am Ende an diesem Dinosaurier in Ihrer Programmatik fest. Obwohl ja eigentlich gegen diese Straße gar nichts spricht. Denn wenn Sie mit dem E-Auto drüber fahren, ist es trotzdem noch eine Verbesserung unserer Mobilität. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Minister hat das erkannt. Die Grünen haben das noch nicht erkannt. Sie bekämpfen die Planung weiter. Ja, lamentieren Sie nur, Herr Schalauske. Sie halten an Ihrer Programmatik fest. Und das ist ja auch ganz geschickt, weil das ist natürlich wunderbar, wenn ich sozusagen beide Seiten bedienen kann. Auf der einen Seite der Wirtschaft sagen kann, wunderbar, ich habe die Straße durchgesetzt, ich baue sie jetzt. Und auf der anderen Seite natürlich den in den Baumhäusern zurufen kann, bleibt weiter grün. In den Baumhäusern heulen aber die Ersten über die Grünen, weil sie sich am Ende verschaukelt fühlen und sie sich auch irgendwann mal entscheiden müssen. Und wir können Ihnen nur sagen, orientieren Sie sich an Ihrem Minister. Der hat das richtig gemacht. Der hat sich für diese Straße entschieden, auch wenn er uns vielleicht gleich das Gegenteil wieder beteuert. Er hat sich für diese Straße entschieden. An Hessen führt kein Weg vorbei und an der A49 führt schon lange kein Weg vorbei. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abg. Dr. Naas. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat sich die Abg. Walter zu Wort gemeldet. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich versuche jetzt nicht dem ganzen Testosteron hier etwas entgegenzusetzen, sondern es einfach mal ein bisschen ruhiger. Ich glaube nämlich, man kann das Projekt auch ein bisschen sachlicher diskutieren, und das würde ich gerne versuchen. Ich bin neue Abgeordnete seit anderthalb Jahren in diesem Haus. Und seit dem ersten Tag begleitet mich die A49 als Sprecherin für Straßenbau der Grünen. Und ich möchte Ihnen heute ein bisschen eine persönliche Sicht auf dieses Projekt geben. Und vielleicht interessiert das ja den einen oder anderen jenseits der Schreiereien über die Parteigrenzen hinweg. Dankeschön. Ich habe 7 Dinge aus dem A49-Projekt gelernt, die würde ich Ihnen gerne mitgeben wollen. Das Erste ist, dass Straßenbau für Grüne natürlich ein Projekt ist, was Ihnen wichtig sein muss. Denn wir haben Bedürfnisse an Mobilität, gerade im ländlichen Raum, die ohne Auto im Moment noch nicht zu befriedigen sind. Und wir Grüne stehen aber dafür ein, dass wir dort auch nicht überziehen dürfen. Wer Straßen sieht, wird Verkehr ernten, hat ja der Dr. Naas schon gesagt. Und das ist richtig, denn das ist unsere Politik. Die autogerechte Republik und die Klimaschutzziele gehen nicht zusammen. Von daher ist es gut, dass wir in Hessen in der Koalition aktiv an der Verkehrswende arbeiten. Verkehrspolitik der letzten 60 Jahre, meine Damen und Herren, kann man rückwärts nicht heilen. Das ist eine schwere Erkenntnis für eine junge Abgeordnete, weil wir ja auch alle mit Zielen und Visionen in diesen Landtag eingezogen sind. Die A49 ist ein jahrzehntealtes Projekt, das von anderen Mehrheiten in anderen Häusern immer wieder beschlossen und vorangetrieben wurde. Das rückabwickeln zu wollen, gelingt in dieser Phase niemandem mehr, auch wenn DIE LINKE etwas anderes suggeriert.
Seit wir die Regierung stellen, gemeinsam mit der CDU, machen wir es anders. Im Investitionsbereich Straße setzen wir auf Erhalt vor Neubau, sodass Straßenneubau die absolute Ausnahme ist. Zudem arbeiten wir durch Flatrate-Angebote, Investitionen in die Schiene und in die Radinfrastruktur an der Verkehrswende mit. Je mehr Menschen sich heute und in Zukunft für die Verkehrswende einsetzen, desto geringer ist die Chance, dass in Zukunft Projekte wie der Weiterbau der A49 durchgesetzt werden können. Der Wald, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist mehr als eine Ansammlung von Bäumen. Er hat Freizeitwert, er bringt Entschleunigung und er bindet CO2. Er ist aber auch ein Schauplatz der Kindheit für viele Menschen. Heute hatten wir einen Anruf einer 86-jährigen Dame aus Dannenroth, die sich Sorgen macht um ihre Heimat und um den Wald, den sie von früher kennt. Ich war in den letzten Wochen immer wieder da, bei den Bürgerinitiativen vor Ort und den Menschen, die im Dannenröder Forst protestieren. Für sie ist der Dannenröder Forst jetzt auch eine Art Utopia geworden. Sie haben sich dort einen Ort geschaffen und wollen neue Lebensentwürfe ausprobieren. Gesellschaftliche Verwerfungen werden dort wie unter einem Brennglas sichtbar. Wohnungsnot, soziale Kälte, Erfahrung von Diskriminierung und Gewalt. Die Menschen dort erproben ein Zusammenleben jenseits von Geschlechterrollen, wertschätzend, sich selbst organisierend und sich gegenseitig unterstützend. Daraus kann man etwas lernen, wenn man bereit ist, hinzuschauen. Der Dannenröder Forst ist ein Symbol für eine notwendige Verkehrswende. Wie der Hambacher Forst ein Symbol für die Energiewende ist, wird auch von den Protesten im Dannenröder Forst ein Signal ausgehen. Die A49 wird gebaut, aber sie wird als erstes Projekt in die Geschichte eingehen, das medial und durch die Bevölkerung begleitet und hinterfragt wurde. Künftige Autobahnprojekte werden sich anderen Aufmerksamkeiten stellen müssen und vor dem Hintergrund des Klimawandels anders diskutiert werden und vor allen Dingen auch anders geplant werden müssen. Uns Grünen ist es dabei wichtig, die Finanzierung und Planung aktueller und zukünftiger Bauprojekte müssen mit den Klimaschutzzielen vereinbar sein. Derzeit wird im Rahmen der Kosten-Nutzen-Untersuchung nur der volkswirtschaftliche Nutzen von Infrastrukturprojekten errechnet und den Investitionskosten gegenübergestellt. Nachhaltigkeits- und Klimaschutzaspekte spielen keine Rolle. Wir haben aber die Pariser Klimaschutzziele einzuhalten, weshalb wir fordern, dass Umweltaspekte als zusätzliche Kategorie in den Bundesverkehrswegeplan mit aufgenommen werden müssen. Was ich als junge Abgeordnete auch sehr schnell gelernt habe, ist, dass es einfach ist, in der Opposition zu sitzen. Wir Grüne haben den Ausbau der Bundesautobahn 49 stets abgelehnt und bleiben bei dieser Bewertung. Jetzt wird es wichtig. Unsere Bundestagsfraktion hat einen Antrag zu einem Moratorium abgelegt, der von einer Mehrheit abgelehnt wurde im Bundestag. Die Linke, die heute so dagegen demonstriert, hat uns hier einen Antrag vorgelegt, der suggeriert, dass sie sich an dem 40-jährigen Widerstand gegen dieses Autobahnprojekt immer beteiligt haben. Das ist leider nicht so. Wo waren Sie denn in den letzten 40 Jahren? Wo waren Sie denn in den letzten 40 Jahren, als die Grünen Orts- und Kreisverbände sich dagegen aufgestellt haben, Anträge eingereicht haben und zu Protestaktionen aufgerufen haben? Sie waren zu Hause und gehen jetzt auf die Straße und suggerieren, dass wir dieses Projekt in Hessen stoppen können. Sie wissen ganz genau, dass wir in Hessen keine Handhabe haben, dieses Projekt heute zu stoppen. Eine weitere Erkenntnis aus dem langen Prozess der A49 ist, dass der Rechtsstaat funktioniert, aber dass er für viele zur Disposition steht. Dass der Rechtsstaat funktioniert, haben die Entscheidungen zugunsten der Protestcamps gezeigt. Und auch die Planungen zur A49 wurden immer wieder vor Gericht verhandelt.
Die Entscheidungen mögen uns nicht gefallen, aber sie sind zu akzeptieren. Wer sich aussucht, welche Entscheidungen er akzeptiert und welche nicht, legt die Hand an den Rechtsstaat und damit an das Fundament unserer Demokratie und unseres Zusammenlebens. Es ist so. Das Projekt tut uns Grünen weh, und zwar bis heute. Aber die Beschlüsse nicht umzusetzen, wäre Rechtsbruch und Willkür. Kleinen Augenblick. Bitte keine Zwiegespräche zwischen der Regierungsbank und den Abgeordneten. Die Frau Abgeordnete Walter hat das Wort. Dankeschön. Ich sage den Satz noch einmal, weil er sehr wichtig ist. Ja, das Projekt tut uns Grünen weh, bis heute. Aber die Beschlüsse nicht umzusetzen, wäre Rechtsbruch und Willkür. Und das wird es mit uns Grünen in der Regierung nicht geben. An dieser Stelle würdigen wir ausdrücklich noch einmal das Engagement der Umweltverbände, von Bürgerinitiativen und Interessengemeinschaften in den betroffenen Regionen, die eine wichtige Triebfeder waren für eine angemessene Würdigung von Umwelt-, Gewässer- und Lärmschutz beim Straßenbau in dem Bereich. Jetzt möchte ich gerne noch ein Wort verlieren zu den Protesten, die hier teilweise versucht worden sind zu kriminalisieren. Seit heute wird im Herrenwald gerodet, und wir alle schauen mit Sorge auf die nächsten Wochen. Wichtig ist, dass die Proteste friedlich bleiben und die Kommunikation. Wichtig ist, dass die Proteste friedlich bleiben und die Kommunikation zwischen allen Beteiligten nicht abreißt. Pauschalisierungen nützen hier niemanden. Weder gibt es die Polizei, noch gibt es die Demonstranten. Im Wald sitzen Menschen und in den Uniformen stecken Menschen. Das sollten wir immer in den Köpfen haben. Die Linke hat hier keinen Appell zur Gewaltlosigkeit adressiert. Und das finde ich mehr als bedenklich. Einen letzten Punkt, bevor meine Redezeit um ist. Politik darf sich nicht verschanzen, sondern muss sich erklären. Und das gilt für uns alle hier und jedes Projekt, das wir verabschieden. Den Dannenröder Appell haben viele gesellschaftliche Gruppen unterschrieben. Fridays for Future, BUND, NABU, Scientists for Future, Kirchen, Fremdenverkehrsvereine, Friedensinitiativen. Und die dürfen wir in der Debatte nicht verlieren. Sie alle wollen mitreden, und wir müssen sie mitreden lassen. Mit Respekt, Fairness und Offenheit. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Walter.